Na. Was ist denn das? Ach, du bist's. Morgen, Papa. Guten Abend. Wieso? So, guten Abend. Habe ich denn den ganzen Tag geschlafen? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht da. War ja im Geschäft. Einer muss ja im Geschäft sein, ne? Und wenn du... Ja, ist schon gut. Das kann ja mal vorkommen, nicht? Wir haben gestern Polterabend gefeiert. Der Kali Hut heiratet. Gratuliere. Vor allem der jungen Frau, die kriegt ja einen Alkoholiker. Die müsste ja Hektoliter Alkohol vertilgt haben. Bitte übertreib. Treib nicht so. Nicht im Geringsten. Na, aber auf jeden Fall bist du heute früh um 6 Uhr nach Hause gekommen wie der schiefe Turm von Pisa. Kommt der schiefe Turm von Pisa um 6 Uhr früh nach Haus? Nein, aber er steht noch immer fest, dass du heute früh um 6 gestanden bist. Na, hoffentlich. Wieso hat mich denn unsere famose Haushälterin den ganzen Tag nicht aufgeweckt? Weil ich unsere famose Haushälterin gestern fristlos entlassen habe. Bravo, wieder einmal. Na ja, na gut, überreif. Was heißt bei überreif? Ich weiß nicht, warum wir immer ausgerechnet die unmöglichsten Haushälterinnen haben, die Gott in seinen Zorn erschaffen hat. Vielleicht ein Familienfluch. Jedenfalls muss man die Agentur anrufen, die Böller. Habe ich natürlich schon längst getan. Während du tief und fest geschlafen hast. Freut dich das nicht, wenn dein Sohn gut schläft? Doch, wenn sich das in der Nacht abspielt, nicht? Aber den ganzen Tag schlafen und am Abend aufstehen. Du bringst mich auf eine Idee. Ich stehe auf. Jetzt hör endlich mit diesen versteckten Vorwürfen auf. Das kommt ja selten vor, dass ich umfall. Ja, letzten Zeit öfter, seit du diese, wie heißt die? Reni. War gestern gar nicht dabei. Scheint aber ein Nachtvogel zu sein. Glücklicherweise keine Eule. Ist das diesmal was Ernstes? Ich bitte dich, sowas fragt man doch nicht in aller Früh. Ich meine, kurz nach dem Aufwachen. Ich muss mir erst die Zähne putzen, bevor ich vernehmungsfähig bin. Ich muss was essen. Knackwurst habe ich schon. Frühstücken? Ja, morgen früh. Jetzt esse ich ein Nachtmahl. Das hindert mich nicht daran zu frühstücken. Ja. Bist du ein Schatz und machst du einen Kaffee? Ja? Ja, ich bin ein Schatz und mach dir einen Kaffee. Sag einmal, gehst du heute wieder aus? Ja, aber nicht schon lang. Wird auch nötig sein. Wir haben morgen einen sehr schweren Tag. Wir müssen zum Kurs in die Bank wegen dem Kredit. Hast du was ausgerechnet mit dem Gutmann? Wie viel brauchen wir denn? Ja, dasselbe wie das letzte Jahr. Der Kurs ist kein Problem. Ein Bankier ist immer ein Problem. Und überhaupt, der Kurs, der geht mir entsetzlich auf die Nerven mit seinen ewigen blöden Witzen. Ja. Du, und hast du mit dem Maturik gesprochen wegen diesem... Na, nicht Gurgel, wann ich mit dir rede, ja? Hast du was mit dem Maturek wegen der Designs besprochen? Mhm. Ja, in der Folge. Nicht wissen, wann ich mit dir rede. Im Übrigen, diese gestreiften Designs für die Schlafzimmermöbel finde ich grauslich. Ja. Und altmodisch. Ja. Ach so, ich weiß schon. Alles, was ich sage, was ich anrege, ist altmodisch. Und du bist der Obergescheite, ne? Designs haben nichts mit Gescheitheit zu tun, sondern mit Geschmack. Nicht? Und du als Seniorchef einer Möbelfabrik, einer erstklassigen Möbelfabrik, du solltest mir bitte wieder nicht nahe treten. Du möchtest auch nicht raten, was das, ja? Ja, ich mag es eh nicht. Ich kenne schon deine Meinung über mich. Aber nimm bitte zur Kenntnis, ich bin kein altes Fossil. Und von alt war gar keine Rede und von Fossil auch nicht. Nur von Geschmack. Zum Beispiel die Firma Svobodan Prims. Die haben Geschmack. Der Svobodan nicht, aber der Prims. Aha, der Svobodan nicht, weil er alt ist und der Prims, weil er jung ist, ja. Ne? Außerdem ist mir völlig wurscht, was die Konkurrenz und mach die fertig. Ja, der Kaffee ist auch schon heiß. Ja, hast du mir vielleicht ein weiches Ei gekocht? Nein, aber da ist ein hartes, das muss auch genügen. Ja, das genügt mir. Das Leben ist hart. Warum sollen es die Eier nicht auch sein? Herr Obergescheite. Aber ich ja. Das ist eins gemacht, da war er nicht einmal auf der Welt. Ah.
Eine Krankheit, die besonders Männer, die über 50 Jahre alt sind, befällt. Und die eine schwere Operation nötig macht, die wir Ihnen jetzt zeigen werden. Mir nicht. Nachdem der operierende Arzt den Krankheitsherd freigelegt hat... Und was haben wir im zweiten Programm? Mahlzeit. Danke. Ich muss leider schnell essen. Ich habe nämlich eine Verabredung mit der Reni. Ja, schon wieder? Na, ist das jetzt was Ernstes oder nicht? Weiß nicht, wie du das meinst. Sie gefällt mir, mag sie. Vielleicht stellt sich eines Tages heraus, dass sie die ganz große Liebe ist. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht, aber bitte, wenn du so fragst. Ich rede nicht so herum. Du weißt ganz genau, wie ich das meine und dass ich sehr gern hätte, wenn du sehr bald heiraten würdest. Ich weiß nicht, dass du immer in der Früh mit sowas anfängst. In der Früh? Ich glaube, für mich ist jetzt früh und zu früh zum Heiraten. Warum heiratest du nicht? Na, bitte nicht. Ich rede nicht so einen Unsinn. Ja, also wenn einer von uns beiden heiratet, dann musst du es sein. Ne? Kann ich doch nicht allein lassen. Und du lässt mich doch so auch allein. Ne? Bei Tag schlafst du und am Abend gehst du aus. Bitte, weil ich einmal am Tag geschlafen habe, das ist seit Jahren das erste Mal. Und dass ich am Abend ausgehe, ist ja ganz normal. Gehst du auch gerne aus. Nur wenn ich unbedingt muss. Aber bitte, das ist der Generationsunterschied. Ne? Das ist doch ganz klar. Du triffst dich am Abend gern mit deinen Bekannten, nicht? Und ich sitze halt gern zu Hause und trinke ein Glas Wein und schau beim Fernsehen zu, wenn es mir nicht gerade eine Darmoperation zum Nachtmahl servieren. Muss ich überhaupt schauen, was im zweiten Programm ist. Höchste Zeit, jetzt gehe ich. So, vielen Dank für den Kaffee und für das Ei, das harte. Gut, dass du mir aber heute nicht wieder morgen nach Hause kommst. Ich bin nicht von gestern. Hör mir das den ganzen Tag an. Servus. Servus. Ich will Ihr dürft nicht kommen! Was Gutes im Fernsehen. Ja, nee, Liebste. Guten Abend, Herr Hasling. Guten Abend. Ihr Tisch ist reserviert, Herr Hasling, wie immer. Danke, Otto. Der ist aber sehr vertraulich mit dir, der Kellner. Der hat dich wohl schon mit sehr vielen Damen hier aufgehalten. Oh, das ist nicht so arg. Er ist erst 2 Jahre hier. Schuft. Zuerst einen Calvados, Herr Haslinger. Okay, ja, und du? Ja, okay, Calvados. Was gibt's denn zu essen, Otto? Nichts, Freddy, am Abend wird doch nichts gegessen. Aber gnädigste, heute gibt's unseren wundervollen Hühnersalat. Fast keine Kalorien. Ja, ja, außer der Mayonnaise, den Kartoffeln und den Nüssen. Ich kenne euren Hühnersalat. Also, nein, das ist nichts für uns, gell? Schön. Dann den Calvados und nachher Wein? Ja, ja, einen Riesling, bitte. Ein Riesling? Riesling. Der ist aber sauer. Und macht dich sicher auch. Bist du wirklich sauer? Schon. Ich habe seit dem Frühstück nichts gegessen. Willst du genauso dick werden wie dein Papa? Ich will nicht dick werden. Ich will nur nicht jedes Mal, wenn wir ausgehen, hungrig schlafen gehen. Jetzt gehst du ja noch nicht schlafen. Du, ich schlag vor, du tanzt ein bisschen mit mir, um auf andere Gedanken zu kommen. Oder bist du zum Tanzen zu unterernährt? Garantieren kann ich für nichts. Vielleicht falle ich in Ohnmacht. Ich riskier's. Bitte. Du tanzt wirklich hervorragend. Ja, du meinst für meine Gewichtsklasse. Ach, also bitte bestell dir den Hühnersalat. Ich will kein Opfer von dir. Du willst. Alle Frauen wollen Opfer. Du kennst alle Frauen? Oh, einen repräsentativen Querschnitt. Mhm. Was hast du in letzter Zeit? Wo wir hingehen, kein Lokal gefällt dir. Ich bin dir zu dick. Zu dick warst du mir schon immer. Oh. Aber tanzen bist du wirklich ausgezeichnet. Ja, und sag's noch ein paar Mal, dann glaube ich's dir auch. Also, was ist?
Nichts, Freude, wirklich nichts. Vielleicht ein bisschen zu viel gearbeitet in letzter Zeit. Ich habe ja zwei Rigorosen gemacht. Du, ich kann auch nicht allzu lang bleiben heute. Ich habe morgen einen sehr schweren Tag. Ja, muss auch pünktlich sein, sonst kriege ich wieder einen Krach mit dem Alten. Bankhaus Kurz hat angerufen, ob es dabei bleibt, dass Sie um 11 Uhr zum Direktor Kurz kommen. Ich habe gesagt, es bleibt dabei. Es bleibt doch dabei, nicht wahr? Ja, ja, freilich. Ja. Nein, danke schön. Ja. Und der Matorek, der ist schon da, der wartet im Zeichensaal auf Abruf. Und der Herr Pechner, der Tapezierer, der kommt erst morgen, weil er die Stoffmuster erst am späten Nachmittag bekommt. Und ein Telex aus Paris ist da wegen der Lieferung der Schnüre. Sie schreiben, es geht in Ordnung. Die Schnüre kommen nächste Woche. Da müssen wir nur sehen, dass Sie sie rasch durch den Zoll kriegen. Ich habe schon den Hofrat Hadrobar angerufen. Der hat nächste Woche Dienstag, Mittwoch und Freitag Dienst. Frau Herz, Sie sind schon wieder so tüchtig in aller Früh. Ich danke Ihnen dafür, aber überfallen Sie mich doch nicht gleich unter der Türe damit. Ich überfall Sie doch gar nicht. Doch, und Sie sind nicht immer gleich angerührt, wenn man Ihnen irgendwas sagt. Nicht? Bitte, ich schätze Ihre Tüchtigkeit, Ihre Arbeitskraft, Ihre Loyalität. Danke. Aber Sie gehen mir maßlos auf die Nerven, Frau Herz. Ich bin nicht so frisch und munter in aller Früh. Nicht? Bitte richten Sie sich danach. Ja? Bitte, wie Sie wünschen. Ja. Sie posten? Selbstverständlich. Natürlich nur das, was für Sie wichtig ist. Na, das halten wir doch immer so. Ja. Ich will einmal was erleben. So, bitte kommen Sie nur. Ja, gehen Sie da, er beißt nicht. Was heißt das? Das ist meine neue Sekretärin. Fixi heißt sie. Sie hat auch einen hübschen Familiennamen, aber den habe ich im Moment. Wie heißen Sie? Skinagel, Beatrix, bitte, guten Morgen. Morgen. Sind Sie Anfängerin? Nicht direkt, bitte. Was heißt das, nicht direkt, bitte? Ich war 8 Monate beim Rechtsanwalt als Kanzleikraft, aber da bin ich weg, da war es mir zu kalt. Was heißt das? Was war Ihnen zu kalt? Der Rechtsanwalt. Die Räume, bitte. Es war ein uraltes Haus und riesenhohe Räume und nur Ofenheizung. Und sehr viel Arbeit auch am Samstag. Ja, arbeiten müssen Sie auch. Ja, aber Samstag haben Sie frei. Ja. Ich hoffe, Sie werden mit uns zufrieden sein. Habe die Ehre. Bitte? Oh, ja. Dankeschön. Also dann, Tag, Herr Chef. Na, was sagst du? Kein großes Geisteskind und viel zu hübsch. Ich habe mein ganzes Leben lang miese Sekretärinnen gehabt und bin sehr gut damit gefahren. Frau Herz, gerade habe ich von Ihnen gesprochen, da haben Sie, das kommt zum Dr. Stöhl in die Kanzlei, wenn er will, oder klagen oder nicht, das überlasse ich völlig ihm. Der Matorek soll kommen, wir müssen weg, mein Sohn und ich. Gut, ja? Ich schicke ihn gleich. Ja, um noch einmal auf deine Sekretärin zurückzukommen, gell? Okay? Möchte dich ersuchen, dass du dieses Mädel wirklich in Ruhe lässt. Papa, sowas mache ich doch nicht. Hoffentlich. Ich habe in meinem ganzen Leben, in meiner Laufbahn als Chef, niemals mit einer Sekretärin auch nur geflirtet. Ja, also, das hast du sicher schon vergessen. Nie, schon aus Prinzip nicht. Ja. Ein Expressbrief, Herr Chef, für Sie persönlich. Frau Herz? Ja? Hat Ihnen mein Vater jemals einen unsittlichen Antrag gestellt? Herr Haslinger, immer diese Witze. Sie wissen, ich werde dann rot, direkt frivol. Mach ich immer so blöde Witze. Heute bist du besonders albern. Erpasse. Herr Matorek, kommen Sie näher, setzen Sie sich daher, ja? Ja, Chef. Na, wie schauen wir aus mit den Designs? Arbeitet ihr daran? Ja. Allerdings hat Ihr Sohn Bedenken gehabt und da habe ich mir gedacht... Also, da gibt nichts zu denken und nichts zu bedenken. Die Designs sind nach meinen Ideen und meine Ideen sind noch immer maßgebend. Ja, das schon, aber... Um was handelt es sich denn eigentlich, was? Schon wieder um die Modernität? Die Modernität ist gut. Und deine Designs, die haben schon die alten Römer gehabt. Ja, und die haben es von den Assyrern schon übernommen. Und wenn du mich fragst, sind sie aus der Steinzeit. Steinzeit? Ja, ja. So. Du, alles, was ich mache, ist aus der Steinzeit. Aber du... Gut, wenn du bereit bist, mit mir zur Bank zu fahren, lass mich wissen. Bin nebenan in meinem Büro. Ekelhaft.
der Kerl. Immer gleich angerührt, wenn man was sagt. Also bitte, es bleibt bei diesen Dessins. Und Sie können sich gleich an die Frühjahrsdessins machen. Danke, Herr Matzorek, Sie können gehen. Empfehle mich. Direkt furchteinflößend. Mein Vater? Ach, der schaut nur so aus. Das kann sein. Es kommt vor, dass einer so böse reinschaut und dabei kann er keiner Fliege was tun. Also wie er den Fliegen gegenübersteht, weiß ich nicht, aber Sekretärinnen tut er nichts Böses. Ich übrigens auch nicht. Vor Ihnen habe ich sowieso keine Angst. Weder beruflich noch privat. Privat? Der Rechtsanwalt, bei dem ich war, der hätte mich sehr gern in sein Privatleben einbezogen. Aber sowas tue ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin nämlich nicht von gestern. Ja, den Eindruck habe ich auch. Er hätte mich immer zum Nachtmahl eingeladen ins Palais Royal. Ganz ohne Hintergedanken, hat er gesagt. Aber natürlich hat er Hintergedanken gehabt, abgesehen davon, dass er verheiratet war. Ein bisschen viel. Verheiratet und Hintergedanken. Ja. Jetzt wollen wir mal probeweise ein Diktat machen, dass wir uns mal näher kennenlernen, nicht? Bei der Arbeit. Klein die Maschine, oder soll ich stenografieren? Nein, Stenogramm. Ja, Moment. Wir sind da ein Block. Ich kenne mich da noch nicht so richtig aus. Das, ach, da ist er schon. Im Palais Royal, das soll ja entsetzlich nobel sein. Im Parterre ist schon da ja genug. Aber oben auf der Estrade, wo die feinen Leute sind, na doch, das ist ja Sektzwang. Kennen Sie es? Ja, gelegentlich gehe ich auch ins Palais Royal. Jeden Monat eine andere Musikkapelle. Einmal muss er mich doch dorthin führen. Der Rechtsanwalt? Nein, nein, mein Bekannter oder Verlobter. Ach, Sie haben zwei? Nein, das ist schon ein und dasselbe. Nur vom Heiraten, also das ist er noch sehr unentschlossen. Aber wenn es ums Heiraten geht, dann sind ja alle Männer unentschlossen. Naja, aber dann heiraten sie ja doch immer die unentschlossenen Männer. Vielleicht, weil die Frauen letzten Endes doch entschlossener sind? Das schon, ja. Was für Gedanken in einem so hübschen Kopferl sind. Hübsches Kopferl muss ja nicht blöd sein. Ja, also diesbezüglich besteht keine Verpflichtung. Jetzt gehen wir aber zur Arbeit über. Ja, selbstverständlich. Jetzt ist mir der Bleistift abgebrochen. Gibt's hier vielleicht eine Bleistiftspitzmaschine? Ja, bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Ach, das ist ja Federmesser. Mit dem geht's auch. Ich drohe ihm immer, dass ich mit einem anderen ins Palais Royal gehe. Er ist nämlich sehr eifersüchtig. Wie gehört hat, dass ich so einen jungen Chef habe. Au! Was ist denn? Was haben Sie? Jetzt ist mir was ins Auge gekommen. Ins linke vom Bleistift. Ich sehe gar nichts. Warten Sie, ich werde Ihnen helfen. Jetzt nur nicht wehleidig sein, ja? Sehen Sie was? Ach, das kann ich doch nicht, wenn Sie nicht ruhig bleiben. So. Du Freddy, steht da vor. Was ist denn da los? Nicht an dem Fräulein ist etwas ins Auge gefallen. Vorsicht, hab schon. Ach, Gott sei Dank. Ja. So was ist nämlich sehr unangenehm. Ja, also jetzt reiß dich los und komm zu mir. Ich war doch gerade bei dir. Ich hab dir was zu sagen. Also schön, ich komme. Jetzt wollte ich sie gerade testen. Das habe ich bemerkt. Du bist aber sehr unnett zu meiner neuen Sekretärin. Und du bist viel zu nett zu ihr. Glaubst du, ich hab das nicht bemerkt? Aber was. Zu einem hübschen Mädchen ist man eben netter. Hübsch. Das ist eine Durchschnittserscheinung. Das ist doch keine Klasse. Klasse? Was du einer Sekretärin zahlst, dafür kann ich ja nicht die Sophia Loren engagieren. Nicht, wobei nicht einmal feststeht, ob sie stenografieren kann, die Loren. Genug Humor. Ich hab da einen Expressbrief gekriegt von der Chalupka. Wer ist das? Na, die dicke Schwitzende, die bei uns in der Buchhaltung war. Wir haben schon so viele dicke schwitzende Buchhalterinnen gehabt, aber Chalupka ist, was schreibt sie? Ungeheures. Sie ist nämlich jetzt bei der Firma Svoboda und Prims. Ausgerechnet, bei unserer schärfsten Konkurrenz. Na, und was schreibt sie? Ja, ich habe nämlich mit ihr ausgemacht, dass sie mir schreibt, wenn die etwas gegen uns, ich meine, wenn da was im Gang ist, weil ich zahle natürlich etwas für ihre Informationen. Ach, die spioniert für uns bei denen. Muss ich ja schützen gegen so eine Gangsterbande. Und Gangster sind sie. Sowohl der alte Svoboda und schon gar der junge Prims. Weißt du, was die schreibt? Die haben nämlich jetzt unsere Dessins. Nein. Und die gefallen ihnen? Die gefallen jedem. Und mir nicht. Aber bitte, bei Svoboda und Prims ist ja alles möglich. Jawohl. Es ist auch möglich, dass die mit unseren Dessins auf ihren Polstermöbeln früher herauskommen als wir. Na, und dann stehen wir da. Das ist allerhand. Also, da ist jemand da, der für die spioniert. Sag's ja, Gangsterbande, das ist doch die größte Gemeinheit gegen eine Konkurrenz. Moment, wir machen ja das Gleiche. Nicht, aber wer kann das sein, der bei uns für die spioniert? Jeder. Passt jeder.
Ja, also Fredi, wir müssen auf die Bank zum Direktor Kurz, mach dich fertig. Ich bin ja fertig, oder soll ich mir für kurz einen Frack anziehen? Ich mach keine Witze, die macht er schon selber. Ja. Was ist was Besonderes, Frau Herz? Ja, ich habe vorhin vergessen, Ihnen zu erzählen, dass ich gestern zufällig den Herrn Swoboda von der Firma Swoboda und Prims getroffen habe. Zufällig? Komische Leute treffen Sie. Na und? Er hat gesagt, er lässt sie nicht grüßen. Noch ein Witzbold. Und er hätte herausgekriegt, dass eine gewisse Kalubka bei ihm für uns spioniert. Ich habe natürlich heftigst widersprochen, ihm gesagt, dass sie so etwas nie zulassen würden. Das stimmt doch, Herr Chef. Ja, sowas würde ich nie zulassen. Und der alte Swoboda hat gesagt, dass er die Kalubka noch heute hinausschmeißt. So. Naja, also ich kenne keine Kalubka. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Information, aber jetzt, Friede, komm. Wir müssen gehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie den Swoboda so gut kennen. Gut. Ja, wie man eben Leute aus der Branche kennt. So. Mhm. Tja, gehen wir vielleicht durch mein Büro. Ich muss mir noch meinen Mantel nehmen. Ja, mir kommt allerdings der Name Kalubka sehr bekannt vor. Ja, komm, red dich in Kambirbeln und gehen wir. Nur rein, herein in mein Kämmerlein, das Doppelte, Senior und das Junior. Herzlich willkommen oder will auch nicht kommen. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Direktor. Ich freue mich, dass Sie so guter Laune sind. Was soll die schlechte Laune nützen? Das böse Ende kommt ja drum. Nehmen Sie Platz, meine Herren. So, erster Klasse, Papa Kurz heißt Sie willkommen. Danke. Also, um es kurz zu machen. Warum kurz? Weil ich so heiß? Name ist Schall und Rauch und Meldezettel. Darf ich Ihnen vielleicht etwas Geist anbieten? Einen Cognac oder? Nein, danke. Ich trinke nichts am Vormittag. Ja, und ich darf auch nicht. Und ich will auch nicht. Drei Herzen und ein Schlaganfall. Passen Sie auf, kennen Sie den? Ja. Wieso? Ich hab doch noch gar nicht Angst. Ich meine den, wo der Schuh in Blau den Schuh in Grün trifft. Aber ja, den haben Sie mir doch vorige Woche im Café erzählt. Ich hab sehr gelacht. Ach so? Ja. Also, dann lachen Sie jetzt über einen anderen. Der ist gut, der ist gut. In Afrika geht ein Elefant zur Tränke. Und wie er seinen Rüssel ins Wasser steckt, beißt ihm ein Krokodil das Spitzel ab. Sagt der Elefant, Witze sind das. Sehr gut, köstlich. Wieso, Sie lachen aber nicht? Mir tut der Elefant leid. Also folgendes. Moment, Moment, da habe ich noch einen. Vielleicht verstehen Sie den. Sagt der eine zum anderen, du warst gestern so besoffen, dass du mir hast den Stephansdom verkaufen wollen. Sagt der andere, und du warst noch viel mehr besoffen, du hast mir den Stephansdom abgekauft. Köstlich. Ja, immer wieder haben Sie einen Witz bei der Hand. Ich habe noch mehr. Ich hab auch gepfefferte für die reifere Jugend. Passen Sie auf. Ja, leider müssen wir bald weg. Man könnte Ihnen ja stundenlang zuhören, aber wer hat heutzutage schon Zeit? Na ja, wir zwei, wir treffen uns einmal zu einem gemütlichen Plausch. Aber ohne Ihren Vater. Der ist ja leider nicht mit Humor gesegnet. Wieso? Ich hab doch sowieso gelacht beim zweiten. Na, ein bisschen. Normalerweise kriegt man eher von einer Kobra ein herzhaftes Lächeln heraus als von Ihnen. Dafür machen Sie mit Kobras keine Geschäfte und mit uns schon, nicht? Also bitte zum Geschäft. Wie Sie wollen, bitte. Und das eine sage ich Ihnen, Ihnen erzähle ich keine Witze mehr. Trifft mich zwar hart, aber ich bin Schicksalsschläge gewöhnt. Solange Sie uns Kredite geben. Ah, Sie wollen vielleicht tatsächlich einen Kredit von mir? Na, was denn, haben Sie geglaubt? Wenn ich extra Wurst will, dann gehe ich zum Fleischhauer. Wenn ich Kredite will, gehe ich auf die Bank. Wir kriegen ja jedes Jahr um diese Zeit von Ihnen einen kurzfristigen Kredit. Uje, kurzfristige Kredite sind teuer. Wem sagen Sie das? 8,5%, das ist ein Wahnsinn. Dieses Jahr müssen es sogar 9% sein. Ein Witz, Herr Direktor. Wir haben erwartet, dass Sie uns 1% nachlassen, oder besser gesagt 1,5%. 2% wäre noch günstiger. Ja, 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 und gar kein Prozent, das wäre ein Bombengeschäft für Sie. Da widerspreche ich Ihnen nicht, aber leider, leider, dieses Jahr 9%, unter 9% ist nichts zu machen. 9% ist mit uns nichts zu machen. Bitte, 8% von mir aus. Aber von mir aus nicht. Sie haben doch bis jetzt 8,5% bezahlt. Na ja, schweren Herzens. Schauen Sie, die Möbelbranche ist doch momentan gar nicht lukrativ. Ja, immer noch lukrativer als das Bankgeschäft. Und wenn ich Ihnen heuer wieder nur 8,5% berechne, so tue ich das aus reiner Freundschaft. Aber 8,5% ist das Minimum. Ja? Na ja, also bitte, ich meine, was meinst du? Ja. 8,5%, wie immer. Na also, warum geht's denn jetzt?
sagte die Jungfrau. Ich rufe gleich die Konopatsch rein, sie soll das Formular bringen. Apropos, kennen Sie den? Zwei Schotten treffen sich. Wer ist dieser Schauspieler? Du bist ungebildet. Das ist der Hansi Ruhland, unser Boxeuropameister. Schaut aber nicht aus wie ein Bock. Ich wünsche mir nicht, eine von dem auszufassen. Gib ihm keine Gelegenheit dazu. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Haus. Die neue Haushälterin kommt sich ja vorstellen. Bin neugierig, was das wieder für ein Monstrum ist. Ich ahne fürchterliches. Also, was ich so gesehen habe, von der Wohnung und so, gefällt es mir ganz gut bei Ihnen. Auch vieles ist natürlich vernachlässigt und so weiter. Also, Ihre frühere Haushälterin? Naja, ich will über eine sogenannte Kollegin nicht Schlechtes aussagen, aber... Warum nicht? Ich habe sie entlassen, weil sie schlampig war, ne? Da nutzt es auch nichts, dass wir dreimal in der Woche eine Raumpflegerin haben. Na, der wird man auch heraufsteigen müssen, der Person. Ja, aber bitte, vorsichtig. Die ist schon jahrelang bei uns. Wenn die uns davonläuft, sowas kriegt man heutzutage sehr schwer. Haushälterinnen bekommt man noch viel schwerer. Gute. Es ist ein Zufall, dass ich gerade frei bin. Ein Unglücklicher. Ich meine, ein Unglück. Mein Brotgeber, der Fabrikant Frelich, ist verunglückt, natürlich tätlich im Auto. Schrecklich. Oh, er war sofort tot. Na, das ist wenigstens etwas. Allerdings hat er keine Zeit mehr gehabt. Ich meine, Sie haben nicht ein Zeugnis von ihm? Hm, Zeugnisse habe ich genug. Ich war 7 Jahre beim Grafen Walderheim, bis zu seinem Tode. Und dann 3 Jahre beim Café Chiemella, bis es auch ihn hinweggerafft hat. Aha. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig einmal einen Posten verlassen, solange Ihr Chef noch am Leben war. Ja, gelegentlich. Besonders, wenn ich mit den Konditionen nicht zufrieden war. Aber, und das ist mein Stolz, die meisten der von mir betreuten Herren haben mich bis zu ihrem seligen Ende bei sich behalten. Und ich hoffe, dass ich, wenn Sie... Ja, also ich habe nicht die Absicht, Sie herbeizuführen. Ich meine, das könnte für Sie ein Dauerposten sein. Abgesehen davon, dass er auch einmal einer Sie überleben könnte, Frau. Wie war Ihr Name? Kürz, bitte. Philomena Kürz, ich bin Witwe. Mein seliger Mann war Dachdeckermeister und ist... Vom Dach gestürzt. Nein, nein, ganz friedlich, Lungenentzündung. Ja, Sie sehen, ein Unglück kommt schnell. Aber ich habe das Gefühl, der Herr Sohn wäre mit meiner Wahl nicht einverstanden. Hier entscheide ich und sonst niemand. Das Häusliche überlässt mein Sohn mir. Ja, ja, mit dem größten Vergnügen. Wir haben schon so viele Haushälterinnen gehabt, kommt es auf eine mehr oder weniger auch nicht an. Ist ein kritischer junger Mann, der Herr Sohn. Er ist ein bisschen nervös, aber... wann könnten Sie denn bei uns eintreten? Ja, wenn es sein muss, morgen. Morgen Nachmittag. Vormittag habe ich ein Begräbnis. Meine Tante ist gestorben, ganz plötzlich, mit 80 Jahren. Mein Beileid. Ja, und über Ihr Gehalt. Ja. Sprechen wir morgen nach dem Begräbnis. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob es ihm ausgeht, dass er mit mir ausgeht. Aber wenn es ihm ausgeht, dann will er mit mir ausgehen. Und wann stellt sich das heraus, dass es ihm ausgeht, dass er ausgeht? Ja, er holt mich ab mit dem Auto. Auto? Hat er auch? Ja. Was ist er denn eigentlich? Hab ich Ihnen das noch nicht erzählt? Du, Freddy, ich habe zu meinem Erstaunen gehört, dass du noch da bist. Ja. Und das Fräulein auch. Ja, ich bin schon draußen, Herr Chef. Gute Nacht allseits. Ja. Was hat sich denn wieder zu reden? Immer diese Flirter. Mach mich nicht böse, ja? Ich bin imstande und geh mit dir aus, nur deswegen, dass du... Dann lass das machen. Du bist mit drohen. Du ja, aha, gut, also jetzt wirst du sehen. Die hol ich noch ein. Du, Fredi, sei gescheit. Zwing mich nicht, den Chef zu spielen. Es ist jetzt 18.13 Uhr, da bist du kein Chef mehr, sondern ein ganz normaler Vater. Und als solcher für mich völlig uninteressant. Fredi! Freddy, Trixi! Fredi! Servus, mein Schatz. Na komm. Na ja, macht er nichts draus. Das ist doch mir gerade nichts draus. Ja, du hast ja nicht nur Ärger geholt. Das ist ja klar. Thank you.
Ja? Dankeschön. Sehr gut. Hm. Weit habe ich's gebracht. Ich gebe mit meinem Vater ins Palais Royal. Ist nicht zu verachten, ne? Hat auch seine Vorteile, zum Beispiel, dass ich die Rechnung zahle. Bei den Preisen ist es allerhand. Hast du einen Sekt bestellt? Auf der Estrade ist Sektzwang. Wir können auch hinuntergehen in den Saal. Da ist billiger, da kriegst du Bier. Nein, weil wir schenken es nur ein. So. Und was werden wir sonst noch nehmen? Ist egal. Morgen geht's um Dr. Hanauer. Der sagt dann eh wieder, ich esse zu viel. Und wie sagt's die Reni? Wieso hast du Beschwerden, dass du zum Arzt gehst? Nein, nein, es ist nur wegen der Versicherung. Irgendwie, dass ich mich alle 2 Jahre untersuchen lasse. Hm. Gott, wo die Rene nur hingegangen ist, die hätte wirklich warten können, bis ich angerufen habe. Was glaubst du am Ende nicht, dass ich mit ihrer Tante ausgegangen bin? Ja, schon. Also jedenfalls ist es glaubhafter, als wenn ich erzähle, dass ich mit dir ausgegangen bin. So. Was nimmst du? Ich muss zuerst trinken. Prost. Da schau her, wer da gekommen ist. Die Dame und ihr Boxer. Klingt ja wie der Leitartikel von einer Tierschutzzeitung. Oje, er hat aber böse auf dich geschaut, der Herr Europameister. Oh, fürcht mich nicht. Na, ich seh's. Solange er nicht Weltmeister ist. Mich wundert nur, dass er sich das hier leisten kann. Ja, ich bitte dich, ein Berufsboxer verdient doch genug. Und unten ist es ja billiger. Ich meine, das Essen ist zwar dasselbe, und die Musik auch. Ja. Blutdruck ist allerhand hoch. Wie hoch? 1 Million? 180 ist auch genug. Das Zwerchfell steht auch zu hoch, wie immer. Aber Sie waren ja ein Jahr nicht hier. 2 Jahre. Ich wäre auch heute nicht gekommen, wenn ich nicht hätte kommen müssen. Ich habe keine Beschwerden. Ja, die werden schon kommen. Was ist, sind Sie Arzt oder Prophet? Zum Beispiel Ihr Emphysem. Sie müssen unbedingt sofort das Rauchen einstellen. Aber das habe ich doch schon eingestellt. Schon vor 2 Jahren. Sie haben doch darauf bestanden, dass ich aufhöre mit dem Rauchen. Ah, und das haben Sie befolgt? Das hätte ich nie geglaubt. Aber trinken tun Sie doch noch. Mäßig. Regelmäßig. Mäßig. Ich trinke nie mehr, als mit Gewalt in mich hineingeht. Witzige Patienten habe ich besonders gern. Dafür habe ich keine Krankenkasse. Also im Ernst, Herr Haslinger, Sie sind viel zu dick. Das geht so nicht weiter. Jetzt haben Sie mich jahrelang wegen dem Rauchen gequält. Jetzt fangen Sie womöglich wegen dem Essen an. Ich fange nicht an. Sie müssen aufhören damit. Wenn Sie nicht umgehend abnehmen, und zwar viel abnehmen. Wie viel? Tja, ideal wären 25 Kilo. Was, 25 Kilo? Das ist doch ein halber Mensch. Um den sind Sie zu dick, um diesen halben Menschen. Schreiben Ihnen jetzt eine Diät auf, Salz an, kein Zucker, kein Brot, keinerlei Süßspeisen und keine Suppen. Also mit einem Wort, alles, was ich gern esse, darf ich nicht essen. Ja, und vom anderen nur die Hälfte. Also eine Cocktailparty ist doch wirklich das Dümmste von der Welt. Man steht sinnlos herum mit Leuten, die man nicht kennt, und die man kennt, die will man ohnehin nicht treffen. Warum hast du mich dann hergeschleppt? Ja, also, mein Vater bestand darauf. Der Rohrer, das ist ein Industrieller, der hat viel Geld, das imponiert ihm. Und kommt er übrigens, das ist der Haus. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben, mein lieber Herr Zwirschiner. Ja, also ich bin der Sohn von... Ja, natürlich, weißt du, der Sohn vom alten Zwirschiner. Ah, ja, das ist... Ihre Frau Gemahlin kenne ich, Christian, die Frau Christian. Das ist eigentlich sehr ungalant von Ihrem Herrn Gemahl, das anzunehmen, dass jemand, der das Vergnügen gehabt hat, Sie zu kennen, dass er nicht weiß, mit wem er das Vergnügen gehabt hat. Ja, entschuldigen Sie vielmals, ich sehe da drüben den bolivianischen Geschäftsträger. Exzellenz! So, also jetzt sind wir Herrn Frau Zwerschiner Junior. Bei dem Wirbel da? Ja. Ui, der Bank geht kurz. Da drücke ich mich. Hallo!
Ja. Hallo! Hallo! Guten Tag! Oder sonst was? Was? Ja, es ist nett, dass wir uns einmal privat treffen. Sehr nett, das ist sehr nett. Soweit hier irgendwas nett sein kann, dieses Publikum bei den Cocktailpartys hier, wird ja bekanntlich von Jahr zu Jahr schlechter. Und hier haben wir schon das Publikum vom nächsten Jahr. Oh, pardon. Anwesende natürlich aus. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, da habe ich den Vorsteller der Kurz, Fräulein Walden. Christian, Christian. Das ist ein Lichtblick in dieser Sandwichwüste. Apropos Sandwich. Ja, kennen Sie den? Entschuldigen Sie, Direktor, aber mir kracht der Magen. Ich muss unbedingt etwas essen. Wir sehen uns ja noch. Natürlich, wir sind ja nicht blind. Lassen Sie ihn nur nicht aufhalten. Christian. Ja, guten Tag. Welch eine Ehre, Professor Übermoser. Es ist mir ein ganz großes Vergnügen. Mir auch, Miara. Ein ganz großes Vergnügen ist es mir, ein besonderes, dass ich nicht der Professor Übermoser bin. Ich bin der Bankier Kurz. Na ja, natürlich, natürlich. Ach, mein Gedächtnisprotokoll, das ist ganz arg, wird immer Ärger. Ja, aber Sie haben ja glücklicherweise Humor, mein Lieber. Hab ich. Passen Sie auf. Moment, apropos Humor. Kennen Sie den? Ja. Das Beste scheint hier das Buffet zu sein. Jetzt weiß ich, warum wir hier sind. Mein verfressener Freddy will sich am Buffet delektieren. Und dein verfressener Freddy wird sich hüten. Bitte schau mal, was sich da tut. Ich raufe mich doch nicht ums Essen. Ich hebe mir den Appetit für heute Abend auf. Wo gehen wir denn hin? Ich kann leider nicht, Freddy. Wieso? Entschuldigung, das war doch abgemacht. Ja, das schon, aber ich habe vergessen, dass die Mama heute Geburtstag hat. Aha, na wieder. Oi. Der ist auch da. Na, der verdirbt mir das Vergnügen total. Wer ist da? No, Poldi Prims. Mitinhaber der Firma Swoboda und Prims, einer der stärksten Konkurrenten von uns. Ein widerlicher Kerl. Ich habe ihn schon in der Schule nicht mögen. Aber die Ehre, Servus, Christian, stell mich vor. Was bleibt mir übrig? Also das ist der Poldi Prims, ehemaliger Schulkollege von mir, Fräulein Walden. Nochmals, Christian, diesmal in Praxi. Ich hätte nie geglaubt, dass mein Schulfreund Freddy... Kollege, bitte. Schulkollege. Wortglauber. Aber was sehe ich, Gnädigste, haben ja gar nichts zu essen. Ein schwerer Managementfehler, mein lieber Freddy. Dem Freddy sind so viele Leute beim Buffet. Deswegen darf man sie doch nicht hungern lassen. Gleich besorge ich was. Sie kriegen den schönsten Sandwichsteller, der aufzutreiben ist. Der Poldi Prims macht das schon. Bin gleich wieder da. Es war gescheit, dass du den weggeschickt hast. Habe ich ja gar nicht, aber er ist eben ein Kavalier. Kavalier? Ja. Wichtig tue es, aber immer schon. Ich finde ihn eigentlich sehr nett. Ja, mit der Nase? Oh. Na, jedenfalls ist er wirklich schlank. Und du bist ja leider schon wieder dicker geworden. Dabei hast du mir versprochen... Bin ich dicker geworden? Ich gehe jeden Tag auf die Waage. Aber wenn ich zum Buffet gehe, dann bin ich verfressen, wenn er geht, ist er Kavalier. Ja, ja, na, ist gut. Gut, jetzt mach ich's. Ich lasse dich jetzt sogar für den Rest der Cocktailparty mit deinem neuen, netten Nasenkaiser allein. Geh nämlich, und zwar gleich. Sonst esse ich noch vor lauter Wut etwas. Was, Sie wollen schon gehen, Herr Polsterer? Das ist aber schade. Ja, jedenfalls grüßen Sie die Frau Mama und den Herrn Papa recht herzlich von mir. Die kenne ich leider nicht. Was, wen kennen Sie nicht? Die Frau Mama und den Herrn Papa von Herrn Polsterer. Ich bin nämlich nicht der junge Polsterer, sondern der junge Zwerschiner. Empfehle mich. Ja, natürlich, der junge Zwerschiner. Und ich habe einen Moment lang gedacht, es ist der junge Haslinger. Hm? Guten Abend, Herr Haslinger, Sie sind schon da? Das heißt schon. Ja, das Abendessen ist nämlich noch nicht fertig. Ich habe ein kleines Malheur gehabt. Na, riecht's angebrannt. Nur die Soße ein bisschen, weil ich den Ofen nicht kenne. Aber ich habe schon eine neue Soße gemacht aus der alten. Sie werden nichts merken. Hoffentlich. Das wird nämlich sozusagen meine Henkersmahlzeit. Ab morgen darf ich sowas nicht essen. Keine Soßen, keine Knödel. Mach nämlich eine Hungerkur. Eine Hungerkur? Naja, mehr Hunger als Kur, da haben Sie den Diätzettel. Und schauen Sie, dass das Essen bald fertig ist. Bitte, Herr Haslinger. Nichts mehr rauchen, nichts mehr essen, nur mehr arbeiten. Ach, du bist es, Freddy? Damit habe ich nicht gerechnet, dass du heimkommst. Wieso? Das war doch abgemacht. Ach so. Was war denn beim Arzt? Nix, ich bin gesund, nur angeblich zu dick. Und das bin ich angeblich auch. Wieso, warst du auch beim Arzt? Nein, aber die Reni, über die habe ich mich vielleicht heute geärgert. Stell dir vor, da gefällt der Poldi Prims. Was, der Poldi Prims, der mit den Schweinseigern und mit den Oasen? Ja, habe ich auch gesagt, aber für sie ist das Entscheidende, dass er schlank ist. Und schlank bist du auch, ne? Nur nicht so wie der ist ja direkt mager. Ja, der Gandhi in seiner Jugend wäre Typ gewesen, aber lass mal das. Was hat der Arzt gesagt? Also, nichts. Er hat mir furchtbare Dinge prophezeit, wenn ich ihm nicht folge. Und dann hat er meine Hungerkur verordnet. Ah, magst du's?
Ja, ab morgen, ne? Und trinken darfst du? Na, heute noch. Ab morgen nur mehr Steaks und Salat und Salat und Steaks. Es wäre vielleicht eine Gelegenheit für mich auch ein paar Kilo abzunehmen. Ich meine, ich trinke da Reni nur so überhaupt. Und ich meine, zu zweit tun es sich sehr leichter für dich vielleicht. Da sehe ich ein bisschen schwarz, aber dir macht das ja nicht so viel. Du isst ja gern so halb rohes Fleisch. Ja, auf die Dauer immer gelegentlich. Ab morgen zweimal täglich Steak und Salat. Und Salat schenke ich dir. Schenkt er zurück, ja. Und dann zweimal in der Woche ein Glas ungesüßten Apfelsaft. Oh. Und jeden zweiten Tag eine halbe Scheibe Knäckebrot. Na, servus. Na, servus habe ich auch gesagt, nicht? Aber das ist schon der Höhepunkt der Orgie, das Knäckebrot. Das schon. So, bitte, meine Herren, das Essen ist schon fertig. Ja. Guten Appetit. Danke. Rindsbraten mit Knödeln. Meine Henkersmahlzeit. Tut ja nicht so leid, meine auch. Hören Sie auf mit der Schnupferei. Es ist nicht mehr auszuhalten. Diese drei Wochen, seit Sie mit der Hungerei angefangen haben, waren die Hölle. Na, glauben Sie für mich nicht? Aber Sie denken immer nur an Sie. Ich muss an meine Gesundheit denken. Was soll ich denn tun, wenn ich so nervös bin? Essen Sie sich einmal richtig an. Übrigens, Ihr Sohn sollte das auch tun. Der ist womöglich noch nervöser wie Sie. Ist er das? Schied ihm recht. Unter uns gesagt, Frau Herz, wenn der nicht wäre, ich hätte mit dieser blöden Hungerei schon längst aufgehört. Aber das lasse ich mir doch nicht nachsagen. Der hält etwas aus, was ich nicht aushalte. Aber ist doch lächerlich. Das verstehen Sie nicht. Sie haben keinen Sohn. Ich habe drei. Ja, aber nicht im Geschäft. Der wächst mir nicht über den Kopf. Nimmt sich sowieso schon sehr viel heraus. Ist das wahr? Ist er so hypernervös? Beklagen sich die Leute über ihn? Ja, alle beklagen sich. Übrigens, seine Sekretärin will sie auch sprechen. Wahrscheinlich will sie kündigen. Wir sehen es, Frau Herz, so hat eben alles sein Gutes. Ja. Also ich traue mich gar nicht, Ihrem Vater diese hypermodernen Designentwürfe vorzulegen. Also alle haben Angst vor ihm, das verstehe ich nicht. Ich habe ihm 100-mal gesagt, er ist altmodisch und unmodern. Ja, aber er ist vom Gegenteil überzeugt. Ja. Wenn Sie so gut wären und mit Ihrem Vater reden? Ich traue mich ehrlich nicht, der ist jetzt so aufbrausend und nervös. Na ja, das, diese verdammte Hungerei. Ja, ich war so blöd und habe mich hinreißen lassen, diese idiotische Hungerkur mitzumachen. Wissen Sie, unter uns gesagt, Herr Maturek, ich hätte sie schon lange aufgegeben, diese Hungerkur, aber ich kann mich ja nicht blamieren. Nicht solange er es aushält, muss ich es auch aushalten. Hm? Fritz? Ist ja schlafen gegangen. Na, na. Der kontrolliert das womöglich, der Herr Pupp. Ja, servus. Du bist schon da. Servus. Was ist das schon da? Warum nicht? Warum fragst du mich immer? Ich frag dich ja auch nicht, wieso du schon. Entschuldige meine Keckheit. Aber du hast ausdrücklich heute Mittag gesagt, dass du am Abend mit der Rene verabredet. Ja, sie ist nach Hause gegangen zur Mutter. Die tyrannisiert sie übrigens auch ganz schön. Auch? Was heißt auch tyrannisiere ich dich vielleicht? Du bist gut, du hängst mir da Goschen an. Goschen? Na, das ist sehr fein. Und dass du das weißt, alle beschweren sich über dich im Geschäft. Alle, ach, jawohl. So, so. Heute war auch deine verflossene Sekretärin bei mir, diese Trixie. Du verflossen? Wieso bitte ist die verflossen? Weil sie gekündigt hat, deshalb ist sie verflossen. Sie war bei mir, hat geweint, hat gesagt, du bist unerträglich. Überhaupt seit du weißt, dass bei ihr nichts zu machen ist, wie sie sich ausgedrückt hat. Ach, so, das ist eine Frechheit! Ich habe nie was von ihr wollen. Ich hab gleich gesagt, sei vorsichtig. Wenn ich nicht vorsichtig gewesen wäre, hätte ich gefallen, hätte ich, dass ich im Krankenhaus gelandet wäre. Wieso? Von Ihrem Verlobten, von dem Schwergewichts-Europameister. Na, das soll mir eine Lehre sein. Nie wieder schaue ich so ein Mädel an. Bravo. Bevor ich nicht weiß, mit wem sie verlobt ist. Also, wie war das mit der Rene und mit der tyrannischen Mama? Oh Gott, die alte Dame ist kränklich und besteht darauf, dass die Rene jeden Abend zu Hause ist. Nicht? Letzte Zeit häuft sich das. Das verstimmt mich gelegentlich. Also ich verstehe die Beziehung von dir zu diesem Mädel nicht. Ich auch nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, es wäre gescheiter, wenn ich mit ihr Schluss machen würde. Weißt du, sie zieht mich schon an, aber dann stoßt sie mich wieder ab. Was mehr? Wenn ich sie sehe, dann habe ich immer so ein flaues Gefühl. Im Magen? Ja, ja, eigentlich ja. Zunge.
ist nichts als Hunger. Bei dir wirkt sich eben der Hunger in einem flauen, in einem komplizierten Liebesleben aus. Glaubst du? Bestimmt. Das ist natürlich bei jedem anders. Nicht? Also mir kannst du die Sophia Loren und die Venus von Milo und die Miss Austria auf ein Silbertablett bringen. Ich gebe sie alle drei her für eine anständige Presswurst in Essig und Öl. Nicht? Oder einen guten steirischen Käse oder einen saftigen Schinken. Ja, bitte hör auf, sonst bin ich im Stand und... Und isst was? Ja. Nein. Wenn ich sage, ich halte 4 Wochen durch, dann halte ich 4 Wochen durch. Ja. Also bitte, vorhin war ich schon ein bisschen in Versuchung. Ich war in der Küche und der Eisschrank, der hat mich direkt magisch angezogen. Der Eisschrank? Ja. Was ist denn drin? Alles. Alles? Presswurst und Knackwurst und ganzer Schinken und Butter und Eier. Was ist, wo gehst du denn hin? Ja, zum Eisschrank. Da geh ich mit. Von dem Stück Fisch, den ich heute zum Mittag in einem italienischen Restaurant gegessen habe, kann vielleicht ein 2-jähriges Kind satt werden, ein italienisches. Aber nicht ein arbeitender Mann in meinem Alter. Jetzt mache ich mal Hemmendex. Was, ein Hemmendex? Ja, von 4 Eiern und den ganzen Schinken. Du, der hat mindestens 3,5 Kilo. Das ist zu viel, ich möchte noch einen Käse essen. Das ist ein Wahnsinn, was wir hier tun. Wir? Ich? Du auch? Das ist eine blöde Frage. Hoffentlich ist es genug Brot. Nein, Papa, bitte geschlafen. Du weißt, was der Dr. Hanauer gesagt hat und ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich dich zum Abbruch der Hungerkur verleitet habe. Das ist doch ein Blödsinn. Ich war doch fest entschlossen, den Eisschrank zu plündern, so wie du schlafen gegangen bist. Ach so, bist also auch ein Schwächling. Natürlich. Ja. Von mir aus das ja nicht. Du, damit wir beide genug haben, nimm 8 Eier. 10. 10 sind sicherer. Der ist ja leer. Das gibt's doch nicht. Der war doch gestern ganz angefüllt. Das ist ja Fata Morgana. Ja, aber umgekehrte Fata Morgana. Bei einer Fata Morgana sieht man etwas, was nicht da ist. Aber bei diesem Eisschrank sieht man nicht, dass etwas da ist. Was ist denn da passiert? Die Kerz hat den Eisschrank ausgeräumt. Ich muss schauen, ob die überhaupt noch da ist. Frau Kerz! Hemmendex. Glück und Ende. Kerz! Freddy! Die Kürz, die ist weg, verschwunden. Na. Die hat gestohlen, nicht nur aus dem Eisschrank, auch aus ihrem Zimmer, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Was? Die Kassette vom Großpapa. Gold. Schon weg. Mein Regenmantel. Meiner auch. Ja, was macht die mit 2 Regenmänteln? Aber das ist doch eine Diebin, eine professionelle Hausdiebin. Schaut um die schönen Regenmäntel. Und um den guten steirischen Käse. Jetzt schau mal im Zimmer, was fehlt. Da schau, die Uhr, die Barockuhr, sogar die hat sie gestohlen und da die Kristallvase. Sogar das Deckel von der Tante Ricky, das uns zu Weihnachten geschenkt hat, ist weg. Das kann man ja, die war scheißlich. Aber ruf sofort die Polizei an. Ja, das Kommissariat. Warte, ich such die Nummer, ich schau, was noch fehlt. Alles Mögliche. Dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Naja, wenn man so einen Hunger hat, ist einem ja alles egal. Jahre gehören zu einer. Jahre. Es war vielleicht ein Schreck, wie der Eisschrank leer war. Das Hemmendex, das... Hallo? Ja, hier Haslinger, Rosalienweg 23. Bei uns wurde gestohlen. Ja, die Haushälterin hat die halbe Wohnung ausgeräumt. Vergiss den Eisschrank nicht. Nee, weil es zu spät in der Nacht. Sie, jetzt ist Hauptgeschäftszeit für Diebe und Einbrecher. Was will der eigentlich? Wir sollen morgen vorbeikommen, eine genaue Aufstellung bringen. Es ist nur ein gewisser Journaldienst heute im Kommissariat. Ist ja eh wurscht. Ja, es ist eh wurscht. Nein, ich meine, wir kommen morgen. Ja, danke, Herr Inspektor. Ja, hallo? Ja, Herr Inspektor, wissen Sie zufällig noch ein Gasthaus hier in der Gegend, wo man noch was zu essen kriegt? Gelbe Ross. Ja, danke, kenne ich. Ja, danke schön, Herr Inspektor. So, gegen ins Gelbe Ross was essen. Kommst du mit? Entschuldige, ja, blöde Frage. War noch nie hier, aber man hat mir gesagt, es ist sehr gut. Ja, guten Abend. Ja, wir erwischen uns prächtig. Ne? Da ist ein Liebespaar, da setzen wir uns nicht hin. Gehen wir da. Interessiert jetzt den Gulasch mehr als jedes Liebespaar der Welt. Ja. So. Was ist denn? Schau mal hin. Siehst du? Reni. Mit einem Herrn. Na, ist vielleicht der Verwandter. Ne? Ja, Verwandter. Vielleicht die kranke Mama. Nicht? Na, warte mal. Friede, sei vernünftig. Denk daran, du bist durch Hunger geschwächt. Fred, ich hoffe, du benimmst dich wie ein Gentleman. Ah, hoffst du, ja? Hast du dich wie eine Lady benommen vielleicht? There's nothing to it, Tommy. Just meeting an old friend. Zum Glück versteht er kein Deutsch. Ja, na, wenn ich ihm eine Ohrfeige gebe, wird er schon verstehen, der old friend, gell? Er wird zurückschlagen. Und was dann? Ja, hat sie recht. Da kommt nur rauf, raus. Komm, Freddy, wir gehen jetzt. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Was ist das? Wir grüßen mich. Bitte. It's okay, Tommy. Sit down.
Und da sagst du, ich soll die heiraten. Was, ich? Ich hab das gesagt? Na, wer denn? Ich vielleicht? Aber jetzt ist Schluss mit dem ewigen Drängen zu heiraten. Wenn man ledig ist, wird man sich schön blöd vorkommen. Aber wenn man verheiratet ist, kommt man sich doppelt blöd vor. Na, die haben ein Glück, die zwei. Dass du so vernünftig bist. Dass ich so schwach bin. Also, wo fahren wir hin? Über Mordshunger. Mir ist der Appetit vergangen. Wird schon wieder kommen. Also, was ist das Gescheiteste, wenn man verärgert ist? Glas Sekt. Sekt. Palais Royal. Sehr gut. Haben die Herrschaften bestellt? Nein, die sind ja gerade erst gekommen. Ach so, den Tisch? Nein, leider nicht. Wir haben uns etwas plötzlich entschlossen. Haben Sie keinen Tisch mehr? Vielleicht auf der Estrade? Ich bedauere, aber wenn die Herren sich ein wenig gedulden, ja. Vielleicht drüben in der Bar. Die Herren auf Tisch 7 haben schon zweimal nach der Rechnung gefragt, wird gerade zusammengestellt. Wo ist Tisch 7? Hier gleich bei der Säule. Die Herren haben offenbar eine geschäftliche Besprechung gehabt. Ja. Schau mal, wer da auf Tisch 7 sitzt. Diese Verbrecher! Ich weiß nicht, dass du durch 100 geschwächt bist. Bitte ist was nicht in Ordnung. Nein, ist alles in Ordnung. Bringen Sie ruhig die Rechnung auf Tisch 7, ja? Naja, die haben uns übertippelt. Was machen wir jetzt? Wir haben uns ganz zufällig hier getroffen. Die werden uns das glauben? Nein, aber sie können uns auch nicht das Gegenteil beweisen. Judas, Herr Maturek, Sie sind ein Judas, ein ganz gemeiner Verräter. Ich weiß nicht, was Sie wollen, Herr Chef. Was, ich will Ihnen das Genick brechen, aber man würde sich dabei nur schmutzig machen. Was hat er denn, der Herr Papa? Ich stell dich nicht doch blöd, als du sowieso schon bist, oder willst du uns einreden, dass der Kerl nicht für euch spioniert? Na und, dafür hat die Kalubka wieder für euch spioniert. Übrigens, was diese Dessins anlangt, diese Muster sind für uns völlig wertlos. So was Geschmackloses und Unmodernes. Sie, jetzt fangen uns gleich eine von mir, ja? Aber bitte, meine Herren, vergessen Sie doch nicht, wo sich befinden. Na, wo befinden wir uns? In einem Bumslokal. Ja. Ein Lokal, in dem sich solche Leute befinden. Das ist ein Gangsterhutschen, ist das. Ja. Ich bitte dich heute nicht. Ich gehe jetzt in ein anderes Lokal, in ein besseres. Jawohl, lass mich. Ja. Sie sind entlassen. Sie auch. Judas. Also, da haben wir es. Wieso wir? Mir ist das doch egal, was die Herren Haslinger und Sohn von mir denken. Ja, aber ich bin doch entlassen. Sie müssen mich anstellen, Herr Prinz. Sie anstellen? Ja. Ich denke doch gar nicht dran. Ich werde doch nicht einen Menschen anstellen, von dem ich weiß, dass er gegen die Interessen seines Chefs spioniert. Da hätte ich ja gleich die Kalubka behalten können. Wenn es nicht gleich die Rechnung kommt, gehe ich ohne zu zahlen. Ah, guten Tag, meine Herren. Sie waren aber lange nicht da. Ja, leider. Ja, aber jetzt kommen wir öfter, womöglich täglich. Also einen schönen Platz für uns? Aber selbstverständlich, da wäre ein schöner Tisch. Neben der Musikbox wollen Sie ja sicher nicht sitzen. Nein, Sie, das ist ein aufmerksamer Wirt. Im Palais Royal spielt der Zigeuner dann ins Ohr, bis man fertig wird. So, was darf es denn sein? Ja. Eine frische Bohnensuppe hätte ich. Wunderbar. Herr damit zweimal. Ja. Viermal. Wieso erwarten Sie noch jemanden? Na, außer der Bohnensuppe nichts. Und das seit 3 Wochen. Bringen Sie es in einer Terrine, wir werden sehen, ob es reicht. Gut, na, mir kann es recht sein. Und 2 Kringel Bier. Ja, bitte sehr. Für den Anfang. Also, Papa, ich bewundere uns, wie wir uns bei so viel Enttäuschung halten. Ist doch nichts als Betrug auf dieser Welt. Tireni, Kratz, Maturek. Und der Dr. Hanauer. Weißt du, ich hab gar keinen hohen Blutdruck. Das hat der Kerl nur gesagt, damit ich ganz bestimmt hungere. Aber am meisten habe ich mich über diesen Prims geärgert. Das heißt, altmodische Dessins. Bin ich vielleicht altmodisch, oder? Ja, es gibt modernere Menschen. Und drum, ich meine, wenn wir sowieso einen neuen Designer jetzt anstellen, würde ich dir vorschlagen, misch dich halt nicht so viel rein und überlass das mehr mir. Ach so, dann kann ich gleich in Pension gehen. Wenn man mich im Geschäft nicht braucht, ich meine, wenn ich nichts weiter bin als ein altes... Übertreib doch nicht immer gleich so. Wir werden schon einen Modus finden. Jetzt schlage ich vor, jetzt essen wir in Ruhe. Und dann sprechen wir über das Geschäft oder über was du willst, nur nicht über die Reni. Von Frauen habe ich genug jetzt. Auf Jahre. Habe ich oft von dir gehört. Ja, das ist doch der Freddy Haslinger. Ja, gibt's denn dich überhaupt noch? Ich habe dich ja jahrzehntelang nicht mehr gesehen. Der Husserl, der Max Husserl von der 7a. Ja. Sag, du hast dich aber... Ja, verdoppelt.
verdoppelt. Verdoppelt, vervierfacht. Apropos vierfach, kennst du meinen Vater? Ja, freilich, ja. Ich war nämlich als Mittelschüler, war ich öfters bei Ihnen. Okay. Ja, ich kann mich zwar nicht erinnern, aber bitte, wenn Sie ja, sagen. Ich war damals magerer. Magerer war ich. Ja, ich war fast so dünn wie jetzt der Freddy. Ja, das ist auch relativ. Ich habe da eine Bekannte gehabt, die hat immer gesagt, damit das darf man jetzt wieder. Ne? Du hast weiter studiert, ja? Oder? Ja, Medizin. Ich bin praktischer Arzt. Ja, apropos praktisch, ja. Ich habe meine Schwester und ein befreundetes Ehepaar mit, die sind noch draußen in der Garderobe. Dürften wir uns. Natürlich, ich meine, wenn du nichts dagegen hast. Nein, gar nichts, bitte bringen Sie mir Ihre Herrschaften her. Darf ich wirklich? Ja, das ist aber sehr lieb. Danke vielmals. Also, Sie halten uns den Platz. Ja. Lieber Kerl, der Hus hat immer gewesen. Ja. Mein Arzt ist der Mann. Aber der hat gute und gern 100. Was? 100 Kilo? Ich hätte ihm 110 gegeben. Aber er ist ja noch jung. Eben, der kann ja noch schwerer werden. So, meine Herren, da wird die. Kommen Sie bitte. Bedienen Sie sich. So, danke. Bitte sehr. So, dann nimm das. Ja. Guten Appetit. Danke. So. Vorsicht, heiß. So, da sind wir. Bitte sehr, das ist Frau und Herr Summerauer. Und seine Freunde und Nachbarn. Nehmen Sie Platz hier. Und das ist meine Schwester. Schwester hast du auch und die kenne ich gar nicht. Ja, ich war doch ein Kind, wie wir am Gymnasium waren. Ich bin entzückt. Setzen Sie sich bitte in das Geld an. Ja, zu mir, zu ihm hin. Ja, der will jahrelang nichts von Frau. Was darf denn sein? Ja, also bitte 4 Bohnensuppen und mir dann großes Gulasch. Mir auch Gulasch. Eine Stunde lang Gulasch. Entschuldigen Sie, wenn ich schon esse, aber ich habe jetzt 3 Wochen gehungert. 3 Wochen, eine richtige Hungerkur. Das ist gar nicht so gesund, wie manche Leute glauben. Bitte, es war eine Zeit lang Mode. Aber davon ist man längst abgekommen. Ich verordne meinen Patienten eine gemischte, gesunde, schmackhafte Kost. Ja, bravo. Herr Doktor, wo haben Sie Ihre Ordination? Ich komme demnächst zu Ihnen.